Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play. Die Elder Scrolls Online, jetzt habe ich schon den Namen vom Spiel vergessen, ich bin echt zu durch. Ja, nachdem es jetzt in der letzten Folge so sehr gehangen hat und die Folge nur 10 Minuten ging, hoffe ich, es funktioniert jetzt wieder. Ich habe jetzt etliche Aufnahmen angefangen, aber nach einer Minute oder so hat es jetzt wieder so angefangen, die Frame jetzt so runter. Wir sind jetzt wieder raus aus dieser Krähen-Spalte oder wie auch immer das Ding hieß. Denn gegen die alte Krähen-Mutter hatten wir keine Chance. Da werden wir erst wieder hingehen, wenn wir Stufe 7 sind. Ich bin jetzt erstmal raus aus Davons Wacht, habe jetzt auch wieder ein paar Sachen verkauft. Mir auch ein paar Lederrüstungen gekauft, so Halblederrüstungen, damit wir ein bisschen mehr mittlere Rüstung haben und das ein bisschen mehr skillen können. Weil ich möchte eigentlich auf mittlere Rüstung gehen. Und jetzt sind wir so außerhalb von Davons Wacht, kann ich mal kurz zeigen. Hier ist Davons Wacht. Wir müssen eigentlich noch ein paar Meter gehen, damit man das sieht. Ja. Da ist der Prophet, also die Zuflucht. Denke ich zumindest, dass das das ist. Deshalb werde ich mich jetzt mal dahin bewegen. Diese Richtung. Wo es ja auch Quests gibt. Das können wir uns ja auch erstmal anschauen hier. Wer seid ihr denn? Okay. Stufe 8 kommt mir zur Hilfe, das ist sehr schön. Und da hinten ist eine Quest. Der Fluss fließt so langsam. Von einem Magoniageist. Langsamer, als ich es in Erinnerung hatte. X-Uta. Eine lebende Seele. Es ist so lange her. Wieder am Fluss zu wandeln ist so seltsam. Und so traurig. Warum seid ihr so betrübt, Geist? Ich und die anderen Saxleel sind nicht aus freien Stücken zurückgekehrt. Zu unserer Zeit waren wir Agonia-Sklaven der Chimär. Und ich spüre, dass dem auch heute noch so sein könnte. Selbst im Tode dienen wir unseren grausamen Gebietern. Als Sklaven ihres Willens. Kann ich etwas tun, um euch zu helfen? Die Chima werden uns nie nach Eterius ziehen lassen. Um ihren Seelen die Freiheit des Flusses zu schenken, müsst ihr diejenigen vernichten, die über sie wachen. Wenn ihr das tut, findet ihr mich auf der Straße, die von hier fortführt. Ich spüre etwas, das ich mit eigenen Augen sehen muss. Ja, die Framerate ist wieder kurz eingebrochen, jetzt hat sie sich wieder gefangen, so halbwegs. Ja. Ihr werdet sie befreien, Geist. Ich werde sie befreien, Geist. Mann, was ist denn los? Ich habe jetzt so viel Speicherplatz. Sie haben schon über 400 Gigabyte Platz. Das kann ja nun nicht sein. Das scheint wohl doch nicht so gut getan zu haben, dass sie einen Mega-Server nach Deutschland gebracht haben. Scheint wohl nicht ganz so zu funktionieren. Ja, wo finden wir das denn jetzt? Befreit die Sprecktalen Sklaven 03. Okay, ich werde es probieren. Dass ich so ruckeln würde. Haha, nicht getroffen. Okay, das dürfte nicht allzu schwer sein, wenn es. Läuft denn auch noch so durch? Thank you very much, Ektoplasma. Das war aber anscheinend kein Sklave. Zwo.
Der scheint irgendwie immer zu funktionieren. Der braucht ja nur den killen immer. Okay. Finde ich die gute. Sprecht mit X-Uta. Okay, die befindet sich jetzt woanders. Irgendwie sehr mysteriös, dass die Framerate hier manchmal so einbricht. Okay, funktioniert noch ganz gut. Oh. Bin ich ein bisschen reingelaufen. Und da sind wir endlich mal einen Rang aufgestiegen. Da warte ich schon echt lange drauf. Wo befindet sich denn die Gute? Da unten wahrscheinlich. Oh hi, wie geht's denn so? So, der wäre auch Geschichte. Können wir das hier gerade mal ein bisschen nutzen, um uns aufzuleveln. Ich habe gehört, man soll ein bisschen auf Magika gehen, damit man besondere Fähigkeiten auch benutzen kann. Deswegen werde ich das auch ein bisschen machen. Also Zinklinge würde ich eigentlich nicht nehmen. Ich würde erstmal den Bogen ein bisschen verbessern. Pfeilsalve. Ihr feuert 3 Sekunden lang wiederholt Feuerpfeil in einen Bereich und fügt zu allen Feinden alle 0,5 Sekunden 3 Schaden zu. Das macht also für jede Menge Fernschuss gewährt bis 6% zusätzlichen Schaden gegen weit entfernte. Das werde ich jetzt erstmal machen. Für weit entfernte Ziele, damit ich die ausschalten kann. Da fällst du um. Okay, da ist er doch. Meine Nase vernimmt starken Schwefelgeruch. Selbst als Geist riecht dieser Ort nach Asche und Tod. Habt ihr getan, worum ich euch gebeten habe? Ja, sie können jetzt weiterziehen. Ihr seid sehr freundlich. Ungewöhnlich freundlich für einen Ort wie die Aschlande. Ich stehe hier, rieche die gute Luft und wisst ihr, was ich gelernt habe? Was habt ihr erfahren? Ihr, der ihr im Fluss schwimmt, solltet euch hüten. Die Aschlande scheinen sich zu wandeln. Der Duft der Freiheit liegt in der Luft. Doch auch jene, die euch wieder in euren Käfig sperren wollen, sind noch immer frei. Sie beäugen euch wie einen Schatz und sehnen sich danach, die alten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Vielen Dank für die Warnung. Meine Brüder sind sicher. Und überall in den Aschlanden sprießt Hoffnung. Ich gehe nun flussabwärts, um in den Strömen von Aetherius zu schwimmen. Seid sicher auf all euren Wegen, Reisender. Ja, Quest abschließen. Ich werde vorsichtig sein. Ist es wahr, dass Sie Balred beschworen haben, um die Dolchsturzarmee bei Davons Wachen zu... Da scheint schon wieder eine neue Quest zu sein. Wo geht's in die Höhle rein? Das interessiert mich auch mal. Dann werden wir gleich mal nachgucken. Aber zuerst reden wir mit dem Questgeber hier. Oh, wer ist denn diese da? Verdammte Echse? Ich erinnere mich daran, dass ich hier tagelang gejagt habe und keiner Seele begegnet bin. Der Krieg brach aus und alle verschanzten sich hinter Mauern oder blieben auf den Straßen. Diese Tage sind vorbei. Was macht ihr hier draußen? Wie ich schon sagte, ich war jagen. Aber jetzt, da der Vulkan ausgebrochen ist, gehe ich nach Deshan. Ich möchte nicht gekocht werden. Ich bin hier weg, sobald mein Sevit von einem Gefährten hier auftaucht. Ihr seid nicht zufällig auf einen Argonia mit dem Namen Steht im stillen Wasser gestoßen, oder?
Na, bin ich nicht. Er ist ein guter Freund, aber er hält nie die Klappe. An ihm ist wirklich gar nichts still. Er sollte mich eigentlich hier treffen, aber ich warte schon viel zu lange. Wenn ihr in das Gebiet nördlich des Aschbergs kommt, könntet ihr dann ein Auge nach ihm offen halten? Er sollte dort irgendwo sein Lager aufgeschlagen haben. Falls ich ihn finde, werde ich ihm sagen, dass ihr nach ihm sucht. Hab Dank. Nicht viele sind heutzutage bereit zu helfen, besonders einer staubigen Aschländerin wie mir. Wir wollten uns auf Davenas Hof nahe Kragenmoor erholen, bevor wir das Tor von Deshan durchschreiten. Er sollte das wissen. Ihr seid eine Aschländerin? Das ist richtig. Aber die Wahrheit ist, ich habe keinen Clan. Ich verdiene mir meinen Lebensunterhalt mit der Jagd und dem Handel. Steht im stillen Wasser und ich versuchen in der Wildnis und fernab zu bleiben. Was ist mit eurem Clan geschehen? Sie sind alle gesund und munter, aber das ist eine längere Geschichte und dafür habe ich keine Zeit. Steht im stillen Wasser ist selbst ein wenig ein Außenseiter. Er war Sklave und ist dem Haus Drees entkommen, kurz bevor der Pakt unterzeichnet wurde. Ich denke, deshalb sind wir so lange zusammengeblieben. Okay, es gibt also auch noch nette Dunkelelfen, die mit Argonian was zu tun haben wollen. Finde ich gut. Eisenerz. Okay. Oh, können wir auch mal Eisenerz abbauen. Das ist natürlich sehr schön. Die Zuflucht. Schicksal eines Freundes. Der ist ja noch weiter weg. Das Versprechen eines Sohnes, das, ja, das machen wir erstmal nicht. Das Verstummen der rufenden Glocke. Ist da unten ein Neubeginn im Ödfels? Wäre da oben, aber ich will noch nicht nach Ödfels. Lange verlorenes Wissen ist auch da drüben. Aber die Zuflucht ist ja erstmal am nächsten, denke ich. Aber wir kommen bestimmt ja auch noch ein paar Sachen vorbei. Was sind hier? Ach, in die Höhle wollte ich doch mal gehen. Das werde ich jetzt noch machen. Mal sehen, was man da... Vielleicht findet man ja eine schöne Schatztruhe drin. Ein paar schönen Gegenständen. Kann ja alles möglich sein. Und am besten im Schleichen. Hallo? Mal sehen, was wir hier finden werden. Der Wurmkult, aha. Ja, war wohl nix, mein Freund. Ein Wurmkult-Brandstifter. Stückchen der Ausdauer, aha. Ich sollte wirklich mal nach meinen Tränken gucken. Und mir vielleicht mal die Schnellleiste ziehen. Was war das denn? Ich drücke die ganze Zeit falsche Tasten, deswegen. Oh, war gar nicht nötig, mich nur unsichtbar zu machen. Okay. Die armen Leute. Mir nicht sagen, dass du hier nicht hochkommst. Mann, aber wirklich viel Sinnvolles gibt es hier nicht. Weil Paktsoldaten, aber
Nicht mal eine Truhe. Gut, zwar ist auch nicht stark bewacht hier. Bücherregal. Oh, das ist natürlich der Vater des Lieben. Damit haben wir unsere Bogenfähigkeiten verbessert, weil das im Buch steht. Wer hier sich das interessiert, der muss auf Pause drücken. Weil dafür habe ich wirklich nicht so die Zeit. Rang 2 bei Versorgung, okay. Finde ich gut. Okay, aber ich gehe trotzdem hier wieder raus. Framerate kurz eingebrochen, sehr schön. Ist ein bisschen etwas, naja, es hat sich ein bisschen gelohnt durch dieses Buch. Aber ansonsten war es nicht gerade lohnenswert, diese Höhle. Mann. Nun denn, jetzt können wir uns ja wirklich mal in die Richtung des Propheten begeben. Was ist denn auf der anderen Seite? Ektoplasma ist auch sehr schön. Haben die irgendwie ihr Lager oder was ist hier los? Scheiße, der macht ganz schön Schaden, der mit seiner Feuerenergie. Der muss weg. Okay. Gibt es ja hier irgendwas Interessantes? Zum Beispiel hier so ein Ding, was nichts bringt. Ja, ist man hier oben, aber hier bringt. Wird nicht belohnt dafür. Bisschen schade. Okay, ein bisschen in die Richtung. Was das für ein hässliches Vieh? Ein Nixhund? Aua! Was will er denn? Was willst du denn, hä? Schlückchen des Lebens. Okay, da haben wir schon mal einen Heiltrank. Sehr schön. Die springen also auch mit Feuer. Rüstung 33 ist nicht so gut wie das, was ich schon habe. Aber immerhin mittlere Rüstung. Mann, schon ein dunkles Fleckchen hier.
Die Netzkuh, die ist freundlich. Deswegen greifen wir sie auch nicht an. Fürs Erste. Insektenstücke. Aha. Eine Schlange. Gua. Sind also auch freundlich. Mir sollte sie euch nicht anlegen. Oh, und da unten ist dann das Lager des Propheten. Hui. Na, was geht? Worauf wartet ihr? Wir? Die Zuflucht. Verlies für Einzelspieler. Ist ja sehr schön. Das scheint wohl auch nochmal für mehr Spieler zu geben, diese Höhle. Also für später. Der Prophet war einst ein gesunder und kräftiger Mann. Ein grauenhaftes Erlebnis ließ ihn altern und geschwächt zurück. Blind und kraftlos. Aha. Fragt sie nur, was es für ein Erlebnis war. Wir haben die Zuflucht entdeckt. Das ist natürlich sehr schön. Ich höre bekannte Schritte. Kommt näher, Entseelter. Das ist auch sehr gruselig, wenn er schon genau weiß, dass wir kommen. Wo uns noch nicht mal im Ansatz in der Nähe sind. Nun denn, aber bevor wir mit dem Propheten reden, machen wir noch eine kleine Folgenpause. Bis dahin. Ja, jetzt sind wir endlich hier angekommen beim Propheten und ich hoffe, das Problem mit den Framerates ist wieder behoben, da ich wieder genug Speicherplatz auf meiner Festplatte habe. Jetzt kann es auf jeden Fall wieder richtig weitergehen. Und wie gesagt, das mit dieser Hexe-Dings da, das machen wir, wenn wir Stufe 7 sind, also noch ein Level aufgestiegen sind, da machen wir es dann wieder hin und lösen dann diese Quest. Ja. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen und angenehmen Tag. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.